So, weiter geht's. Wir wurden leider von unserem anderen Platz vertrieben. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen gewartet. Mittlerweile ist es schon dunkel, aber wir drehen es trotzdem für euch fertig. Und jetzt vergleichen wir die Knister-Knaster mit den Knatterbällen von Panda. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass die von PyroArt schwarz sind und die von Panda grün. Dann zünden wir jeweils drei an. Wir beginnen mit PyroArt. Also für Knatterbälle relativ laut. Zünden wir den zweiten. Also wirklich sehr helles Crackling. Und dann noch den letzten von PyroArt. Weiter geht's mit den Knatterbällen von Panda. Zünden wir den zweiten. Und dann noch den letzten von Panda. Abschließend ist zu sagen, dass die Knister-Knaster von PyroArt etwas lauter sind. Dafür sind die Knatterbälle von Panda im Effekt schöner.